So, wie man sieht, hält sich es heute in Grenzen. Aber da hinten ist der Acker. Wer weiß, was noch kommt. Na, kein Stückchen heute. Nein, mal schauen. Komm, Chef, komm. Ja, das war's dann auch. Obwohl, es geht noch, wenn es regnet oder so, dann ist es bedeutend schlimmer. Da freut sich jetzt der Bauer. Okay, das war's jetzt gleich. Wenn er sich wieder hinlegt, dann haben wir die größte Freude in solchen Ackern. Auch wenn es regnet oder so. Weil die Besitzerin meinte, also Besitzerin, die Züchterin, die hat ja 5 Stück von denen. Die sagte zum Beispiel auch, dass sie im Regen, die haben keinen Bock rauszugehen. Der Kerl, umso dreckiger, umso nasser es draußen ist, desto mehr hat er Lust rauszugehen. Langsam, 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 Freundchen. Ja, heute sieht's schlecht aus, Chef. Weil normalerweise ist hier immer die Hölle los mit Hunden. Immer so viele unterwegs. Hier bin ich ab und zu mit ihm. Weil wenn ich mit ihm immer nur unsere Runde laufe, da merke ich ganz einfach, dass der Kerl dann durchspaziert. Ohne wirklich irgendwie, ich weiß nicht, der riecht nicht. Der läuft halt einfach durch, läuft schon vorwärts. Und trifft immer die gleichen Hunde. Und hier bekommt er noch ab und zu einen auf den Deckel. Von den anderen Hunden. Was auch nicht immer ganz verkehrt ist, ne? Nichts Böswilliges, aber auf dem Boden der Tatsache bleiben. Naja, und auch oft am Sonntag ist ja auch die Rentnergang wieder unterwegs. Aber heute nichts. Weiß auch nicht, woran das liegt. Auch hier nicht. Ah doch, da hinten. Was haben wir denn da? Genau, nach Schäferhunden. Ne? Schäferhunden, Malinois vielleicht noch. Die haben wahrscheinlich gar keinen Hund. Und die zwei haben einen Hund. Und die spielen jetzt. Tja, Chef. So weit kannst du nicht gucken, hä? Echt erstaunlich, wie nah man da rankommt. Die Auflösung ist zwar dann auch nicht mehr so. Aber bis hierhin ist, glaube ich, noch völlig in Ordnung, oder? So. Müssen wir nach meinem gucken. Der freut sich immer einen Ast ab. Der riecht und buddelt und macht und tut. Manchmal guckt er, ob ich noch da bin. Aber hier kann ich mich schlecht verstecken. Wenn ich mich verstecke, dann fängt er richtig an zu sprinten. Na, das war wieder knapp, ha? Vorhin auch. Es gibt so eine Stelle, da springt er immer wieder rüber. Er schafft es nie, aber er glaubt immer dran. Und wenn einer Luft ist, irgendwann merkt er, das reicht doch nicht. Der Blick ist göttlich. Ich habe es noch nicht geschafft einzufangen, aber ich hoffe mal, dass ich es schaffe. Wird auf jeden Fall ein Lacher. So, jetzt muss ich meinem Hund hinterher rennen. Weil der hat schon wieder... Ja, so, ja, ich gehe jetzt mal.